Diese Wahl war den Sachsen besonders wichtig, bei einer Rekordwahlbeteiligung von fast 75%. Gerade so noch ist die CDU stärkste Kraft. Wir haben allen Grund zum Feiern. Doch die AfD legt weiter zu, hat die 30%-Marke geknackt, knapp hinter der CDU. Wir werden diese Regierung vor uns hertreiben. Das bisherige Kenia-Bündnis funktioniert nicht mehr. Also Zeit für neue Bündnisse? Es ist ein Wagnis, ja, aber dann soll die AfD doch mal zeigen, was sie drauf hat. Nichtsdestotrotz denke ich, dass man nicht mit einer antidemokratischen Partei regieren kann. Vielleicht kommt ein Politikwandel aber nun durch sie. Aus dem Stand schafft es das Bündnis Sarah Wagenknecht in den Landtag. Schafft es das BSW auch auf die Regierungsbank? Sachsen hat gewählt. Und nun? Das fragen wir jetzt bei Fakt ist. Ja, herzlich willkommen zu Fakt ist aus Dresden. Die Stimmen sind ausgezählt, aber wer soll denn nun mit wem regieren? Was wird aus diesen vielen Brandmauern, die in der politischen Landschaft rumstehen? Und ist der Osten wirklich so anders, wie wir es seit Tagen hören und lesen? Über all das will ich jetzt sprechen mit drei Menschen, die den Osten kennen, weil sie hier leben und ihn nicht nur mal kurz bereisen. Mit Ratsch Kollmorgen, dem Soziologen, der den Ostdeutschen seit Jahrzehnten in die Seele schaut. Mit Annette Binninger, Journalistin und Chefredakteurin der Sächsischen Zeitung. Und mit Dirk Neubauer, dem parteilosen noch Landrat von Mittelsachsen. Einen schönen guten Abend. Bevor wir hier über den Wählerwillen gemeinsam diskutieren, machen das zu Beginn die Wähler selbst. Was soll denn passieren? Es wird nicht viel passieren. Ich hatte eigentlich gehofft, dass es deutlicher in Richtung CDU ausfällt und dass doch die extreme Partei nicht derart stark aus der Wahl hervorgehen wird. Die AfD ist hier sehr präsent. Ich denke auch, man kann das nicht einfach ignorieren. Wenn keinerlei Regierungsbeteiligung eben stattfinden kann von vornherein, dass diejenigen, also wenn jeder Dritte jetzt diese Partei gewählt hat, sich eben noch mehr abgehängt und ignoriert fühlt. Es gibt immer wieder Parallelen in der Geschichte und das erschreckt mich am meisten. Darüber spricht auch niemand. Ja, ziemlich unterschiedliche Meinungen. Lutz Hiller aus Moritzburg hat sich über MDR Fragt bei uns gemeldet. Schönen guten Abend. Guten Abend. Heller, haben Sie sich in einer dieser Meinungen irgendwie wiedergefunden? Nicht unbedingt. Ich denke mal, dass diese Diskussion der Spaltung in den einzelnen Gruppen sehr stark sich hier wiedergespiegelt hat. Und ich glaube, dass der Souverän des Volkes die Entscheidung, sich in eine Drittelmehrheit AfD, eine Drittelmehrheit CDU und der Rest dazu, dass man sich dann nicht irgendwelche, Spiele zusammenmischt, sondern einfach mal den Souverän fragt, was er wollte. Denn das ist das Entscheidende, weil ja. 30% wollten eine Veränderung. Aber wie würden Sie denn diesen Wählerwillen dann interpretieren? Jetzt ist es ja so eine Pattsituation, 30, 30 und noch. Ja, dass man einfach mal sich mal in die Programme versteift, dass man die Programme sich anschaut. Denn wir haben die letzten, ich sag mal, Wahlwerbesendungen oder wie auch immer, hat sich kaum jemand mit den Themen an sich der einzelnen Parteien auseinandergesetzt, sondern es ging immer nur in das Extreme hinein. Also entweder. Aber was soll da jetzt passieren? Also wer sollte mit wem sprechen? Ich glaube, dass jeder mit jedem sprechen sollte. Sicherlich hat die CDU jetzt erstmal die Nase vorn, um zu entscheiden, mit wem sie spricht. Aber ich glaube, 30% sagen aus, dass das Volkes Wille eine Veränderung. Das heißt, im Klartext, Sie sagen, man soll auch mit der AfD reden. Ja, auf jeden Fall. Denn 30% des Volkes Stimme kann man nie einfach so zur Seite schieben und sagen, die sind alle, denken alle nur rechts oder rechtsextrem oder wie auch immer. Denn die 30% wollen eine Veränderung. Bis hierher erstmal vielen Dank. Katharina Wissing ist bei uns aus Dresden. Sie waren aktiv im Wahlkampf für das Team Kretschmer unterwegs. Wie interpretieren Sie das Ergebnis? Also zunächst einmal freuen wir uns als Sächsische Union und ich persönlich auch, dass wir die stärkste Kraft werden konnten. Wir haben einen starken Wahlkampf gemacht, wie ich finde. Wir hatten sehr, sehr viele Leute dabei, die sich aktiv für unsere Demokratie eingesetzt haben, die ganz oft auf den Straßen standen, an den Ständen, die Flyer verteilt haben, die Plakate aufgehängt haben. Deswegen bin ich auch stolz, dass wir es geschafft haben, die stärkste Kraft zu werden. Aber mit 1,3% Vorsprung vor der AfD. Genau, dazu wäre ich jetzt gekommen. Natürlich hätten wir uns gewünscht, dass das Ganze noch ein bisschen deutlicher ist.
Wie interpretieren Sie jetzt den Wählerwille? Also wir haben es gerade gehört von Herrn Hiller. Ja, man sollte auch mit der AfD reden. Das ist ja eigentlich das, was die Union von Anfang an gesagt hat. Nein, das machen wir nicht. Ja, genau. Die CDU hat von Anfang an ausgeschlossen, mit der AfD zu machen. Und darin spiegelt sich auch der Wählerwille wieder, weil die Menschen die CDU gewählt haben. Und ich glaube, das sind auch sehr viele Leute, die zuvor das noch nie getan haben. Die gehen ganz stark davon aus, dass sich die Union eben nicht an einen Tisch setzt mit der AfD, sondern zu dieser Abgrenzung, zu diesem Beschluss stehen bleibt, dass eben nicht mit der AfD in Sachsen koaliert wird. Mhm. Wir werden da sicher noch reden, welche Alternativen es zur Alternative aus Sicht der Union gibt. Bis hierher erstmal vielen Dank. Bevor wir über all das sprechen, über diese Fragen, die hier aufgeworfen wurden, Annette Binninger, als Journalistin haben Sie wochenlang über diesen Wahlkampf berichtet. Der ist jetzt zu Ende. Hatten Sie heute Morgen einen Phantomschmerz? Hat Ihnen irgendwas gefehlt? Ich hatte noch keine Entzugserscheinung. Ich glaube, es ist eine Wahnsinnsarbeit gewesen von dem ganzen Team von der Sächsischen Zeitung und von vielen Medienschaffenden, das zu begleiten, das inhaltlich aufzugleisen, das auch durch diese Nacht hindurch zu begleiten. Und wer jetzt glaubt, die Wahl ist gelaufen und das war's, jetzt fängt eigentlich erst die Kleinarbeit an. Und wir werden sehen, dass das sich jetzt über Monate zieht. Nämlich, das haben wir ja schon gehört aus den Statements jetzt eben, was macht man jetzt daraus? Also wir haben jetzt ein Ergebnis. Man kann das so und so interpretieren, was will der Wähler? Auf jeden Fall geht es jetzt erstmal darum, aus diesen Teilen etwas zusammenzusetzen, was dann eine von einer Mehrheit getragen auch wieder einen Sinn macht und vor allen Dingen das Land wieder nach vorne bringt. Mhm. In den vergangenen Wochen hatte ich den Eindruck, wurde der Osten von einigen bereist wie ein neuer Kontinent. Da die Experten berichteten dann über das Innenleben der Ossis. War für Sie irgendwas Neues, Erkenntnisreiches dabei? Ach, so schwarz würde ich jetzt gar nicht malen wollen. Also ich fand schon, ich habe auch durchaus interessante Beiträge gehört. Aber richtig ist, dass man etwas wieder gespiegelt gefunden hat, was wir, glaube ich, auch sonst ja gerne wahrnehmen. Also erstens, man interessiert sich für den Osten dann, wenn da irgendwie die berühmte Sau durchs Dorf getrieben wird. Also es passiert irgendwas Schreckliches, dann wird auch wirklich intensiver berichtet. Ich habe in der Tat auch so etwas wie eine Exotisierung wahrgenommen. Also der Osten wird von einem selbst, also das heißt von dem normalen Null des Westens, so weggeschoben. Also eigentlich tangiert uns das nicht. Des Öfteren war ja auch die Rede, das sind so Wald- und Wiesenbewohner, gerade in Thüringen. Bei den Sachsen hat man sich da ein bisschen vorsichtiger ausgedrückt, aber bei den Thüringern, naja, und diese fünf Leute da, das kann doch jetzt nicht wirklich wichtig sein. Also die bundespolitische Bedeutung wirklich minimiert. Und dann, muss ich gestehen, gab es auch eine Reihe von Beiträgen. Ich weiß gar nicht, wie es meinen Kolleginnen und Kollegen geht und Ihnen, dem Publikum. Aber ich hatte auch den Eindruck, dass manchmal so ein erzieherischer, ein deutlicher erzieherischer Gestus dabei war. Ja? Also sag mal, habt ihr euch jetzt wirklich überlegt, wenn wir uns die Umfragen anschauen, was ihr da so machen wollt? Und das finde ich durchaus nach 35 Jahren friedliche Revolution und bald auch Vereinigung bedenklich, darüber dass wir da noch stehen. Darüber würde ich heute Abend gerne noch ein bisschen sprechen. Dirk Neubau, mit welchem Gefühl sind Sie gestern nach dem Wahlabend ins Bett gegangen oder heute aufgestanden? Also gestern Abend war kein guter Abend. Auch bei uns in der Familie. Wir sind sehr politisch, wir haben lange diskutiert. Wir haben dann irgendwann beschlossen, den ganzen Kram auszumachen und einfach in etwas aufzuwachen am nächsten Morgen, was dann eben so ist, wie es ist. Und auch morgens war der erste Blick natürlich dann in die konkreten Zahlen. Ich halte das tatsächlich alles für hochgradig bedenklich, was hier gerade passiert. Und vor allen Dingen, weil es in diesem Wahlkampf nicht um sächsische Themen ging. Weil hier Leute gewählt worden sind, die keiner kennt. Also wenn ich das BSB zum Beispiel nehme und meine Informationen richtig sind, ist zu kaum im Wahlforum ein Kandidat erschienen. Ich kenne das Programm nicht, ich weiß überhaupt nicht, was die wollen. Also das ist, ich höre jetzt immer häufiger Blackbox, relativ verzweifelt formuliert. Und deshalb glaube ich auch, dass diese Freude, die ich gestern Abend auch geteilt habe, der CDU auch gratuliert zu diesem, wenn auch knappen Sieg, der aber eigentlich keiner ist. Denn wenn man mal genauer reinguckt und wir nehmen mal noch die Freien Sachsen dazu mit ihren 2,3, glaube ich, dann ist es schon dahin mit der bürgerlichen Mehrheit.
das muss man auch mal aussprechen. Und das, was jetzt vor uns liegt, ist hochgradig kompliziert. Mhm. Also die nächsten Monate werden ultra komplex. Und ich kann die Freude so eigentlich nicht teilen. Weil wenn man sich, ich habe das heute den ganzen Tag gemacht, wenn sich mal anguckt, Wählerbewegungen und wer damit was und was da überhaupt noch, das wird hochkomplex werden. Und ob das am Ende uns alle weiterbringt, habe ich große Zweifel, muss ich wirklich sagen. Und wir werden sehen. Also ich kann da jedem nur wünschen, dass er gute Entscheidungen trifft. Mhm. Sehen Sie drei, wie es in Sachsen weitergeht? Also bei den Koalitionsmöglichkeiten, da blieb ja heute dann plötzlich nicht mehr viel übrig. Läuft alles auf eine Koalition, CDU, BSW mit SPD raus? Ja, es gibt ja schon den schönen Ausdruck, hat ein Politikprofessor verwendet, der Brombeer-Koalition. Ja, ja. Ich habe zuerst gedacht, wie kommt der jetzt auf Brombeeren? Aber gut, ja, dann haben wir die Linkspartei, SPD und die schwarze CDU. Kurios, ein Bündnis, was es so noch nie gegeben hat, wo auch die Partner überhaupt inhaltlich eigentlich nichts miteinander zu tun haben, bis auf vielleicht CDU und SPD. Aber BSW eben als völlig unbekannte Marke dort auftaucht. Und ich glaube, das war auch, muss man auch nochmal sagen, es war ein völlig anderer Wahlkampf als in den ganzen Jahren zuvor. Ja, da ging es eben weniger um Leute, da ging es weniger um Inhalte, um Programmatik. Da ging es sehr viel um Stimmungen und auch um Themen, die wirklich Ukraine, Russland, Migration, Flüchtlinge, die so Dauerbrenner über Jahre waren und die aber eigentlich so gefühlt liegen geblieben waren. Und ich glaube, dass das auch vielfach die Leute einfach einen Auftrag geben wollte, jetzt kümmert euch darum, in die eine oder andere Weise, aber macht was damit. Und ich glaube, dass dieses... ja, die Verengung jetzt auf drei Parteien, die da möglicherweise sich einigen müssen, die wird extrem schwierig werden. Weil? Weil man könnte jetzt sagen, es gibt ja nur diese Möglichkeit. Und, es gibt noch andere Möglichkeiten. Rein theoretisch gibt es ganz viele Möglichkeiten. Gibt es mehrere Möglichkeiten, muss man auch sagen. Und so weiter, wo natürlich alle abwinken. Und der Herr aus Moritzburg hatte vorhin gesagt, dann sollen wir mit der AfD reden. Jeder, der die CDU gewählt hat, weiß natürlich, dass die CDU immer gesagt hat, wir reden nicht mit der AfD, das kommt für uns nicht in Frage. Und viele andere Parteien haben das auch gesagt. Und das ist ja jetzt nicht so, dass es im Nachhinein kommt, sondern das war klar, wer die CDU wählt, da gibt es keine Bündnischance. So, und genauso ist es auch, wir haben gesehen, dass Michael Kretschmer von der CDU sich sehr, sehr vehement gegen eine Wiederauflage mit den Grünen gewendet hat. Das war eine eindeutige Festlegung. Ob das so glücklich war, dass man so draufgedroschen hat, ist eine andere Frage. Und insofern bleibt da nicht mehr viel. Und dann, wenn man jetzt die Linkspartei auch noch ausschließt nach CDU-Logik, aber wir werden sehen, ob die CDU-Logik in Thüringen schon noch hält, ob die Linkspartei auch mit kein Bündnis mit CDU, ob es dabei bleibt oder ob da eine Aufweichung stattfindet. Aber dann wird es schon sehr enge. Und dann ist im Grunde genommen nur noch BSW. Und dann gucke ich mit Spannung darauf, wie man zum Beispiel bei der Thema Ukraine-Russland da zu einem Punkt kommen will. Und natürlich hat Kretschmer ähnliche Positionen wie BSW, aber die sächsische CDU schon in Teilen nicht mehr und natürlich die Bundes-CDU nicht. Und was man hier festschreibt, wird natürlich unmittelbar Auswirkungen haben auf das nächste Jahr, auf die Bundestagswahl. Und ich glaube, das ist überhaupt ein großes Problem, dass wir im Schatten dieser Bundestagswahl hier ein Votum haben. Aber im Schatten irgendeiner Wahl. Ja, aber so unmittelbar ein Jahr danach. Ich glaube tatsächlich, dass die nächsten Wochen sehr deutlich auf die Bundestagswahl ausgerichtet werden. Und deshalb sollte man auch ins Kalkül sehen, dass der BSW vielleicht gar kein Interesse an der Kooperation tatsächlich hat. Denn dann würde vielleicht frühzeitig sichtbar werden, was vielleicht nicht unbedingt zu diesem Zeitpunkt sichtbar werden sollte. Ich will da gar nicht weiter ins Detail gehen. Aber ich glaube tatsächlich, dass es hier Mut braucht. Und ich glaube nicht, dass es klug war, dass sich der MP auch auf Kosten der Grünen, das muss ich ganz klar sagen, und das ist mir auch wirklich wichtig, ich bin kein Grüner und ich bin auch mit vielen Sachen da nicht d'accord. Aber so wie dieser Wahlkampf gelaufen ist, mit einem Rasenmäher, der dafür stand, Grünes muss man kurz halten. Das kann man in diesen Zeiten nicht machen. Das kann man nicht machen. Denn diese Themen, die damit verbunden sind, die wird auch eine nächste Regierung, auch eine nächste Bundesregierung wird diese Probleme lösen müssen. Und die machen jetzt Türen zu, durch die sie selber gehen müssen. Dann. Ich bin wirklich gespannt, wie man dann die Frage des Klimaschutzes, der Mobilitätswende, der Energiewende, die muss kommen. Das ist weltweit völlig ohne Zweifel. Wie will man denn von diesem Kurs wieder wegkommen, wenn man jetzt alles in Sack und Asche geredet hat, diesen unglaublichen Hass auch ausgelöst hat, der wirklich unerträglich, muss ich einfach sagen. Also man kann politisch immer anderer Meinung sein, man kann sich auch streiten, das ist alles, aber das
geht nicht. Ich glaube, das war auch taktisch ein Riesenfehler von Michael Kretschmer, wenn ich das noch ergänzen darf. Weil er jetzt natürlich nichts mehr hat, mit dem er in dem Sinne sagen kann, dann mache ich es mit den Grünen, BSW. So, das ist ja ein Verhandlungspoker, in den er jetzt gehen muss. So, er hat jetzt keinen mehr, wo er sagen kann, dann mache ich es lieber mit denen. Das, da hat er sich, ich glaube, er war auch ein bisschen überrascht, vielleicht, dass die so klein geschrumpft sind, dass sie eigentlich im Grunde genommen marginal sind. Und jetzt ist es für ihn ein Problem, dass er noch viel stärker auf BSW sich ausrichten muss, als er es vielleicht gedacht hatte, tun zu müssen. Ja, ich wollte noch mal einen Gesichtspunkt reinbringen, der ein bisschen von den konkreten Verhandlungen und Verhandlungsbedingungen und auch den Erfahrungen ein bisschen runtergeht, weil mir wichtig wäre zu sagen, dass wir uns, das ist jedenfalls meine Position, darauf werden einstellen müssen, dass in den nächsten Jahren, möglicherweise auch Jahrzehnten, wir mit solchen Situationen, also der Verteilung der Stimmen, und dann auch mit Situationen der Polarisierung des politischen Diskurses werden anfreunden müssen. Also wenn der Befund richtig ist, dass wir uns in einer Transformationsperiode in einer neuen befinden, wo gesellschaftliche Strukturen in ihrer Selbstverständlichkeit aufgelöst werden, wo wir es mit Herausforderungen zu tun haben. Und Ukraine, Russland, also der Angriffskrieg ist jetzt nur ein Punkt. Klima, Herr Neubauer hatte darauf verwiesen. Also da sind viele Baustellen, die nicht mit den berühmten kleinen Stellschraubenbewegungen ins Gute, ins Bessere, ins Progressive bewegt werden können, sondern wo es wirklich auch harte Einschnitte geben wird und Umstellungen, die uns aus unseren Routinen reißen. Und die Art und Weise, wie der Wahlkampf gelaufen ist, die Verteilung der Stimmen, das wäre jedenfalls meine Diagnose, spiegelt das sehr wohl gut eigentlich wieder. Ja, also wie zerrissen unsere Gesellschaft auch ist. Und da bin ich ganz bei Ihnen. Da mit der berühmten Ausschließeritis zu operieren, ist schwierig. Ich wünsche mir auch von Parteien eine prinzipielle Positionsbestimmung und insofern dürfen Sie ganz gewiss sagen, mit denen koaliere ich nicht. Aber klar ist auch, der politische Prozess hängt immer daran, wenn man nicht Parteien hat, die 50 plus erreichen, und das ist genau in einer solchen Situation wieder sehr unwahrscheinlich, dass man miteinander im Gespräch bleibt, im Übrigen auch, um das in die Gesellschaft hinein zu vermitteln, also nicht nur für die Politik selbst. Und da wünsche ich mir noch mal eine andere Reflexions- und Diskurstiefe auch in den politischen Parteien selbst. Ich würde gerne, aber weil Herr Hiller das angesprochen hat und weil wir auch Zuschriften dazu bekommen haben, also die Überlegung zu den zur Landtagsbildung ohne die Möglichkeit mit der FD, mit der AfD anzufangen, das ist undemokratisch. Also es gibt durchaus sehr starke Forderungen, ihr könnt diese 30% jetzt nicht ignorieren. Wie gehen wir damit um? Also ist dieser Vorwurf nicht tatsächlich berechtigt? Ich glaube, wir haben ja schon ein bisschen drüber gesprochen. Ich würde gerne noch mal diese zwei Punkte machen. Also das eine ist, man kann ja Parteien nicht dazu zwingen, in Koalitionsverhandlungen zu gehen und schon gar nicht miteinander zu koalieren. Das müssen die schon für sich selbst bestimmen. Trotzdem bleibt ihr Argument ein starkes. Und ein Drittel, ich darf im Übrigen daran erinnern, im Osten haben wir eine ähnliche Debatte über viele Jahre mit der PDS gehabt. Mhm. Was ist eigentlich, wenn diese Partei 15, 20, 25, die sind ja bei 30%, ich erinnere an Sachsen-Anhalt, haben die herangereicht, haben sie erreicht und trotzdem sind sie nicht beteiligt worden. Also wir hatten diese Debatte schon einmal, was ich interessant finde, und ich sehe da ehrlich gesagt auch wenig Lernprozesse, aber gut. Aber ich will doch noch mal darauf aufmerksam machen, dass die Annahme, dass wenn man 30% hat und nicht beteiligt wird, was geht, automatisch bedeutet, dass diese Partei im weiteren politischen Prozess keine Rolle spielt. Und das ist in einer parlamentarischen Demokratie aus zwei Gründen nicht so. Also erstens ist sie ja beteiligt an den Diskussionen in den Ausschüssen, sie kann Gesetzesvorlagen und so weiter einbringen. Also es ist nicht so, dass sie nur auf eine Rolle eines passiven Akteurs beschränkt wäre. Und das Zweite ist, das wissen wir doch auch aus Sachsen und Thüringen, dass die anderen Parteien auf die Position der AfD reagieren. Das findet doch nicht im luftleeren Raum statt. Also viele sagen ja, die CDU ist, also die Diskussion führen wir ja lange, eigentlich schon auf diese Position eingeschwenkt. Also wie immer man das bewertet. Mhm. Aber ich will damit sagen, wir sollten das nicht ganz so schwarz sehen. Dass die direkte Beteiligung eine Möglichkeit ist, da haben Sie vollkommen recht. Aber das muss die Partei, in dem Fall die CDU, insbesondere die CDU, mit sich ausmachen. Und wenn sie das so klar erklärt hat, dann ist das so. Das ist jedenfalls nicht undemokratisch, darauf kommt es mir an. Ich glaube, es ist auch ein wichtiger Punkt. Es geht jetzt, wir reden jetzt nur über, wer regiert, wer verhandelt, wer ist Koalitionspartner, alles andere. So.
Ja, ich gebe zu, da haben wir auch Medien, wir haben eine Aktie dran, natürlich, weil wir sagen, wir wollen jetzt sagen, wie es weitergeht. Das wollen ja alle von uns wissen auch, in dem Sinne, wie wir darüber berichten. Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist mir aber noch, das eine ist, nicht mit ihnen zu verhandeln, was die CDU so gesagt hat. Das andere ist aber, was, glaube ich, viel stärker noch passieren muss, dass man darauf mehr achtet, was die AfD-Wähler motiviert hat, AfD zu wählen. Ich glaube, das kommt mir immer wieder zu kurz. Das ist mir, das ist ein wichtiger Punkt. Es gibt zur AfD eine, wie ich finde, ganz interessante Entwicklung. Ich hoffe, dass Jens Hänisch mich jetzt in Leipzig schon hört. Bislang hieß es ja immer, die AfD ist eine Protestpartei. Aber nun hören wir die Zahlen, die sagen inzwischen etwas anderes. Ich hoffe, dass Jens Hänisch da ist. Ja, da ist er. Also die Zahlen sagen etwas anderes, eine andere Entwicklung. Woher stammen die Zahlen und was lesen Sie aus den Zahlen? Ja, das ist so, Andreas, das gibt die Wahlforschung von Infratest DIMAP her. Auch 10 Jahre nach dem AfD-Ersteinzug im Bundesland bleiben Protestmotive sichtbar. Das ist so, aber weit weniger deutlich, als wir das kannten. Inzwischen sagt die Hälfte der sächsischen AfD-Wähler, sie habe aus Überzeugung für die Partei gestimmt, plus 10 Punkte im Vergleich zu 2019. 43% der sächsischen AfD-Wähler stimmten aus Enttäuschung über andere Parteien für die AfD, minus 9 Punkte. Und diese Entwicklung, die hat ganz sicher mit einem gestiegenen Sachvertrauen in die AfD zu tun. Die AfD gewinnt deutlich auf allen wichtigen Themenfeldern und sie profitiert, auch das messen wir, von der negativen Grundstimmung im Land. In der Asyl- und Flüchtlingspolitik wird der AfD von allen Parteien die größte Kompetenz in Sachsen zugewiesen, 31%. Bei der Kriminalitätsbekämpfung wird sie gemeinsam mit der sächsischen CDU auf Platz 1 gesehen, 30%. Bei der Vertretung ostdeutscher Interessen setzen 25% auf die AfD, in diesem Fall vor der CDU. Auch beim Thema soziale Gerechtigkeit überzeugt die AfD jeden 5. am ehesten. Also danke für den Augenblick. Wir werden ja gleich noch mal zu Ihnen schalten. Aber das ist wirklich ganz interessant. Also es hieß immer, das ist die Protestpartei. Jetzt kommt raus, nein, die Menschen ordnen ihr Kompetenzen zu. Ist das ein Wunder? Also ist hier jemand verwundert, wenn ich den ganzen Tag Parolen formulieren kann, ohne in der Verantwortung zu stecken, jeden Tag sagen kann, irgendwelche Dinge behaupten kann, deren Beweis ich schuldig bleiben muss. Und wenn ich eine Widerrede bekomme, sofort in diesen Opfermodus wechsle und sage, die wollen uns ja bloß alle nicht. Also Entschuldigung, und ich möchte auch zu Ihnen ganz bewusst sagen, Sie haben mir die Frage gestellt, warum eine AfD eigentlich kein Partner sein kann. Ich weiß nicht, warum wir das nicht besprechen. Diese Partei ist eine rechtsextreme Partei. Punkt. Und solange, und das habe ich immer auch im direkten Gespräch mit AfD-Politikern gesagt, solange jemand wie Björn Höcke dort akzeptiert ist und mehr als das ist, kann die AfD kein Ansprechpartner im demokratischen Raum sein. Punkt. Und jetzt kommen wir zum zweiten Punkt, der mir wichtig ist, weil Sie sagen, das ist Wählerwille. Natürlich. Aber demokratische Systeme leben von Mehrheiten. Und es ist nicht undemokratisch, wenn sich andere Mehrheiten bilden. Womit ich ein Problem habe, da komme ich Ihnen ein Stück weit entgegen, weil mich das selber irritiert, wenn bei bestimmten Wahlprozessen Kandidaten zurückgezogen werden, um dann einen Kandidaten zu stützen und irgendwie zu einem Wahlsieg zu kommen. Okay. Da habe auch ich ein Problem, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wenn eine solche Wahl jetzt steht und es gibt rechnerisch und inhaltlich andere Schnittmengen und Mehrheiten, dann ist das sehr wohl demokratisch. Und nicht jeder, der Ihnen widerspricht, ist jemand, der Ihre Meinungsfreiheit einschränkt oder sonst irgendwas. Wir müssen einfach wirklich ein bisschen bei den Fakten bleiben. Und das ist das, was mich ärgert. Wir müssen mehr hinterfragen, was da versprochen wird. Ich nehme mal ein Beispiel raus. Diese 10.000 Euro Kinderbonus, wird jeder gehört haben. Diese 10.000 Euro Kinderbonus sind in Wirklichkeit gedacht als Form einer Steuerrückerstattung. Und jetzt frage ich Sie, welcher alleinerziehende Mensch auf diesem Planeten beispielsweise zahlt 10.000 Euro Steuern, um die erstmal zurückzubekommen?
Das wird nicht hinterfragt. Und da bin ich jetzt beim Wähler. Der Wähler hat auch eine Verantwortung, sich zu informieren und kann nicht einfach einen Wutkreuz sagen und irgendwas delegieren. Wir müssen endlich wieder dazu kommen, dass wir bewusst wahrnehmen, was wir da machen. Sie haben es angesprochen. Gucken Sie in die Wahlprogramme und gucken Sie, was gewählt worden ist. Da wird es mir persönlich wirklich, wirklich, wirklich ganz übel. Ist klar. Rechtsextrem sind, da sind wir uns darüber einig, oder? Das sage ich nicht. Deswegen, die Menschen wollen eine Veränderung, denn die jetzige Wirtschafts- und Umweltpolitik, die ganze Energiepolitik, das Ganze treibt die Leute um und treibt sie in die Armut. Nee, das stimmt nicht. Ja, gut. Also das mag sein. Ich würde das trotzdem mal aufgreifen. Ja. Also es gibt ja durchaus diese These, die AfD müsse jetzt mal ran. Sie soll es doch mal beweisen. Also das höre ich jetzt immer wieder. Wir haben es ganz am Anfang von dieser Frau auch gehört. Also ein Gesundheitsminister von der AfD, der dann beweisen muss, dass er tatsächlich Landärzte ran schafft, und nicht nur darüber reden. Wissen Sie, das, was dort Landarztquote beispielsweise, na, das ist ein schönes Thema, die haben wir längst. Also wovon reden wir? Wir müssen uns mal informieren. Und wir sind auch auf dem Weg. Und keiner sonst, wir haben 1000 Ansätze, keiner sonst kann das steuern, wenn junge Menschen, die Medizin studieren, nicht aufs Land wollen. Was wollen sie denn da mal machen? Das sind Versprechen, das sind 5 Euro fürs Phrasenschwein. Und ich habe einfach Angst, darum geht es mir hauptsächlich, ich habe Angst, dass das die nächste Enttäuschungswelle produziert. Weil das, was da auf Plakaten steht, Sie haben sie alle hängen sehen. Ich muss ehrlich sagen, ich bin Kommunalpolitiker, ich übersetze das und denke immer, wie wollt ihr das machen? Wie wollt ihr das machen? Aber wir haben eine katastrophale Finanzlage in diesem Land. Aber die Argumente, Herr Neubauer, man könnte ja auch sagen, wir entlassen Sie ja auch aus der Verantwortung, weil Sie müssen ja nicht liefern. Also Sie können es ja einmal versprechen. Dann empfehle ich jedem, der das sagt, empfehle ich das, was wir regelmäßig machen, auch als Familie, besuchen Sie das Haus der Weimarer Republik. Ich war vor ein paar Wochen dort. Dort können Sie besichtigen, da gab es schon mal die Idee, die mal machen zu lassen. War kein Erfolgsmodell, oder? Ja, das stimmt. Ich würde es, verstehe ich auch das Argument und insofern verstehe ich auch sofort den Applaus. Aber ich will mal eine kleine Widerrede, sonst wäre auch ganz langweilig. Stimmt. Eine kleine Widerrede formulieren. Also erstens finde ich schon, dass es jedenfalls einer Überlegung wert ist, wo, auf welcher Ebene und inwiefern man die AfD auch in die politische Verantwortung einbindet. Ich würde das jedenfalls nicht von vornherein ausschließen, auch deswegen nicht, weil ich auch nicht davon überzeugt bin, dass die Partei insgesamt rechtsextremistisch ist. Sie hat starke rechtsradikale Flügel, das hat sie. Und das lässt sich auch wirklich nicht gut leugnen, ob die Partei insgesamt rechtsextremistisch ist. Wenn das ganz, ganz gesichert wäre, frage ich mich, warum wir nicht uns in einem Verbotsverfahren befinden. Offensichtlich haben da viele Leute Zweifel. Ob die begründet sind oder nicht, wage ich jetzt auch nicht einzuschätzen. Da sind auch die Verfassungsämter zuständig. Aber ich will sagen, erstmal ist es eine Einschätzung. Und ansonsten gibt es in unserem Rechtsstaat dazu ein Verbotsverfahren. Solange das nicht da ist, ist es eine legale und legitime Partei. Punkt. So, jetzt muss man das nicht machen. Wir haben ja gerade schon darüber gesprochen. Aber ob das strategisch klug ist, ich würde immerhin ein Fragezeichen machen, weil, und das ist mein zweiter Punkt, ich doch noch mal darauf hinweisen will, wenn wir uns in Europa umschauen, sehen wir ja viele Projekte, wo das versucht worden ist. Sind die alle Richtung Weimar und Richtung nationalsozialistische Machtübernahme, ich spitze das jetzt ganz böse zu, ist mir klar, gegangen? Nein. Also egal, ob wir jetzt nach Finnland schauen, nach Schweden oder auch Dänemark, man kann da über vieles diskutieren. Aber ich glaube, ich komme zu meiner These vorhin zurück, wenn sich die Zeiten so dramatisch ändern, wie gehen wir denn mit diesen neuen Bedingungen auch politischen Agierens um? Also können wir uns weiter auf das zurückziehen, was wir in den letzten auch 30 Jahren gemacht haben? Ich bin mir nicht sicher, ob das funktionieren wird. Und das spielt eben auch noch mal auf die Wählerinnen und Wähler an. Ich sehe das tatsächlich nicht. Ich sehe im Übrigen auch gar nicht so einen ganz großen Gegensatz. Früher hatten die Menschen ja, also in den Wahlen zuvor, auch schon eine politische Position und haben geglaubt, die wiederzufinden. Aber da war das Protestmotiv offensichtlich sehr stark. Jetzt sind das 58%, die sagen, wir können uns auch mit den inhaltlichen Positionen identifizieren. Aber da bleiben erstens immer noch 42 übrig, die das aus Protest, insbesondere aus Protestneigung gemacht haben. Und wenn 58% sagen, sie können sich identifizieren, ist noch die Frage, inwieweit? Was heißt das genauer? Das müsste man sich noch mal angucken. Und das schließt wiederum auch diese Protesthaltung nicht aus. Also ich würde das nicht ganz so stark gegeneinander stellen. Da gibt
auch eine Kontinuität. Aber in jedem Fall bedeutet es ja, wenn wir diese Wählerinnen und Wähler, wenn wir nicht denken, wir müssen sie einfach erziehen, das ist mir ein wirklich wichtiger Punkt. Ja? Also wir können da zugespitzt formuliert jetzt nur mit so einem Erziehungsinstrument herangehen und die endlich mal auf die richtige Spur setzen. Und wenn wir sie andererseits nicht dauerhaft ausgrenzen wollen, dann brauchen wir neue Formate der in Verantwortungnahme, und ich bin aber ganz bei Ihnen, Herr Neubauer, das heißt auch immer, sich kritisch mit diesen Positionen auseinanderzusetzen. Das heißt nicht einfach zu sagen, wir haben verstanden, wir müssen jetzt eine andere Migrationspolitik machen, also lasst uns mal das Ruder rumreißen. So funktioniert Politik nicht, und das muss es auch nicht heißen. Wenn die AfD nicht in Frage kommt, wer dann? Das ist eine Frage, die sich einige jetzt in der CDU stellen müssen. Frank Koper aus dem Vogtland ist zu uns gekommen. Schönen guten Abend. Sie haben für die CDU auch Haustürwahlkampf dann im Vogtland gemacht. Tja, wenn die AfD jetzt nicht in Frage kommt, das haben wir jetzt hinreichend gehört, wer dann für Sie als CDU-Mitglied? Ja, das ist, denke ich, schon ein Problem. Ich gebe erstmal den Herrn Neubauer zu 100% recht. Die mit der AfD kann man nicht. Was die versprechen, das können die nie halten. Das ist gar nicht machbar. Aber die große Frage ist, mit wem können wir jetzt koalieren? Und wir als demokratische Partei werden auch mit allen demokratischen Parteien reden. Und gut, Bündnis Sarah Wagenknecht, das sind die, die wir vor 30 Jahren oder 35 Jahren auch nochmal wollten. Es wird schwierig. Ich kann es von mir aus nicht sagen. Also mir ist aber die Frau Wagenknecht lieber wie die Rechten. Okay. Und ich muss auch dazu sagen, zu den Grünen mal noch im Haustierwahlkampf, wir haben also sehr häufig gehört, wenn ihr wieder mit den Grünen zusammengeht, werden wir nie wieder CDU wählen. Jetzt ist das aber ein bisschen vertrackt, die Situation. Michael Kretschmer hat gestern gesagt, erwachsene Menschen fangen an, miteinander zu reden. Das klingt ja jetzt erstmal ganz toll, aber wenn man da mal nachguckt, also mit der AfD redet die CDU nicht, gibt es die Brandmauer. Mit den Linken gibt es die Unvereinbarkeitserklärung oder die Unvereinbarkeitsklausel, geht also auch nicht. Mit den Grünen will Michael Kretschmer aber auch nicht. Laufen Sie nicht Gefahr, dass aus den Koalitionsgesprächen zum Schluss Selbstgespräche werden? Nee, das glaube ich nicht. Sie haben ja auch Bauchkrummeln bei dem BSW jetzt. Richtig, genau. Aber die ist für mich immer noch wählbar oder koalierbarer, wie wenn wir jetzt mit den Rechten zusammengehen dann. Mhm. Das würde für Sie gehen, BSW? Aber Sie haben eigentlich mit den Linken, wollen Sie nichts zu tun haben. Aber Sarah Wagenknecht kommt doch aus. Ja, mit irgendjemandem müssen wir ja zusammengehen. Wir haben ja keine Wahl. Irgendjemanden, auch von unseren ungeliebten Parteien, müssen wir ja nehmen. Mhm. Frau Wissing, wie sehen Sie denn das? Was soll denn nun werden? Wer mit wem? Also natürlich bin ich persönlich auch kein großer Fan davon, dass wir jetzt zum Beispiel notgedrungen mit dem Bündnis Sarah Wagenknecht machen oder koalieren, aus genau den Gründen, die Sie gerade genannt haben. Ich finde, das Wichtigste, worauf es jetzt ankommt, ist, dass man sich Zeit lässt, dass man schaut, dass man mit den Leuten redet und auch nicht irgendwie aus dem Affekt heraus eine Entscheidung trifft, sondern dass man sich genau überlegt, was man tut, damit wir eben nicht in sehr kurzer Zeit das Ganze nochmal haben und uns nochmal auf die Straßen stürzen können und nochmal den Wahlkampf haben, sondern dass man das eben mit Bedacht macht. Und da habe ich sehr viel Vertrauen, dass das insbesondere Michael Kretschmer und der Landesvorstand der CDU Sachsen tun wird. Dann nehme ich diesen Gedanken mit vor und frage Sie in der Runde, diese Brandmauern, die wir jetzt überall haben, ich habe sie gerade aufgezählt, diese Unvereinbarkeitsklauseln oder sowas, wie sinnvoll ist das in der Demokratie? Ist es wirklich? Braucht man das, um klare Grenzen zu setzen? Wir hatten ja auch vor Wahlkämpfen mal diese, oder in Wahlkämpfen den Vorwurf, die unterscheiden sich alle gar nicht mehr. Ich glaube, das Wort Brandmauer ist eines der schlimmsten Wörter, was man in der politischen Diskussion erfinden konnte. Ja? Weil es wirklich so unglücklich gewählt ist, wie man es nur wählen kann. Eine Brandmauer ist etwas, da schütze ich mich gegen Feuer. Ich baue eine Mauer, um etwas wegzuhalten von mir. Ich verstehe das vom Ansatz her, aber was die CDU-Sicht angeht. Aber es ist auch in dem Sinne eine Mauer, dass ich nichts mitkriege, was dahinter passiert. Und ich glaube, dass das ein großer Fehler war, das so zu benennen. Und auch, es wird schwierig im Kommunalen, das kriegen wir jetzt zunehmend mit. Und ich will da auch noch mal zu was sagen, von wegen die AfD fernhalten.
Sie ist ja eine demokratisch wählbare Partei. Wir haben einen Landrat in Thüringen, wir haben einen OB, der auf AfD-Ticket in Pirna regiert. Wir gucken uns das genau an, was dort passiert. In Sonneberg ist jetzt nicht so viel passiert, dass jetzt überhaupt keine Flüchtlinge mehr dort ankommen oder sowas, habe ich nicht gehört. Also das scheint nicht so einfach zu sein, wie man es versprochen hat. Auch das gehört zur Wahrheit dazu. Da wird schon ein bisschen entlarvt und enttarnt, was eigentlich an Versprechungen dort ist. Aber die Brandmauer an sich wird ganz schwierig zu halten sein im Kommunalen, glaube ich. Die gibt es auch de facto gar nicht. Ich hatte jetzt neulich mal ein sehr schönes Interview mit dem Bürgermeister von Dorf Chemnitz, wo jeder Zweite ja AfD gewählt hatte. Der sagte auch, ich kann doch jetzt nicht mit den Leuten alle nicht mehr reden im Stadtrat. Ich rede mit meinen Nachbarn. Und ich glaube, das ist überhaupt ein ganz wichtiger Punkt, das im Gespräch zu bleiben. Es gibt Leute, da möchte ich auch nicht mehr reden, wo ich sage, Kategorie Höcke, nein, das ist ein eindeutig identifizierbarer Neonazi. Darf man auch sagen. Ja? Und das tue ich auch. Und da gibt es auch kein Gespräch. Da muss eine Brandmauer ganz klar sein. Aber ansonsten im Kommunalen wird das so nicht durchhaltbar sein. Aber dass man einen eindeutigen Wertekompass hat und das immer, egal welche Partei man angehört, das klar durchzieht. Das, finde ich, kann man von jedem Einzelnen erwarten. Aber wie ist es denn dann jetzt? Wie hält die Union beispielsweise mit den Linken? Also es gibt die Unvereinbarkeitsklausel mit den Linken. Und Sarah Wagenknecht kommt jetzt um die Ecke, war früher mal bei der Kommunistischen Plattform, kommt ausgerechnet aus diesem Lager. Und jetzt, wo es um den eigenen Machterhalt geht, dann denkt man doch darüber nach. Also in Thüringen ja, ist es ja ähnlich. Also Mario Vogt von der CDU verweigert eigentlich dem linken Ministerpräsidenten die Zusammenarbeit, aber setzt jetzt auf die Ex-Linke Wagenknecht, um in den Sattel zu kommen. Also wenn ich mich daran erinnere, im Sächsischen Landtag, wie man noch bis vor weniger Jahren, wenn da ein Antrag von der Linkspartei gab, das war automatisch gesetzt, dass da nicht die CDU zustimmen kann. Ja, ja. Wo ich auch manchmal dachte, das ist doch jetzt wirklich albern. Nachher der Jahrtausendwende und so weiter. Und jetzt sind wir im Jahr 2024, sowas immer noch so durchzuziehen. Da ist aber auch der Unterschied zwischen westgeführter Bundes-CDU und einer Ostsicht, die natürlich zu kurz kommt. Ja, auch in der Bundes-CDU. Völlig klar. Und dieser Begriff Brandmauer, wenn ihr das macht, fliegt ihr aus der Partei. Das sieht man ja, das ist ja gar nicht so durchzuhalten. Das ist ja jedes Mal, wenn irgendwas passiert ist, ob das jetzt der Antrag der AfD im Dresdner Stadtrat war, wo die CDU zugestimmt hat, da ging es um die Bezahlkarte für Asylbewerber. Es gab keine Konsequenzen. Es gab dann du, mach das jetzt mal nicht mehr. Aber es gibt dann keine Konsequenzen. Also deswegen ist das umso alberner, dann eine Brandmauer zu zitieren und zu fordern, wenn es keine Konsequenz gibt. Und insofern ist das in dem Sinne etwas, was längst verändert werden müsste. Wobei ich glaube, wir als Journalisten müssen uns auch so ein klein bisschen an die eigene Nase fassen. Also diese Brandmauer, ich weiß gar nicht, wer das Wort tatsächlich geprägt hat, aber wir haben es reichlich benutzt, auch in der Vergangenheit. Also sind wir nicht ganz unbeteiligt gewesen bei dieser Geschichte. Bevor wir über mögliche Koalitionen dann nochmal sprechen, möchte ich, ich habe es vorhin angedeutet, nochmal über den Osten und die Ostdeutschen sprechen. Da hieß es in der Vergangenheit ja oft, der Osten ist anders oder die haben die Demokratie nicht verinnerlicht. Das war sehr häufig zu hören in der Vergangenheit. Woher kommt diese Formulierung? Also die kommen mit der Demokratie nicht klar. Das ist reichlich häufig in den letzten, sage ich mal, anderthalb, zwei Monaten zu hören gewesen in der Diskussion. Ja, klingt so ein bisschen obrigkeitsstaatlich. Mhm. Ist es wahrscheinlich auch. Also ich will noch mal sagen, wo es herkommt, das liegt ja auf der Hand. Wir hatten einen Vereinigungsprozess, der nach Artikel 23 des alten Grundgesetzes vonstatten gegangen ist. Und das war technisch, rechtstechnisch betrachtet ein Beitritt. Und vieles von dem, was im Herbst 89 passiert ist, wurde damit in gewisser Weise auch kassiert. Vieles wurde auch aufgenommen und fortgeführt. Aber aus der Perspektive vieler Elitenangehöriger und Führungskräfte im Westen war damit der Grundton und die Grundrichtung gesetzt. Also wir geben jetzt den Takt vor und ihr im Osten passt euch jetzt bitte dem Grundgesetz und unseren Routinen und Praktiken an.
Und wenn der Grundton gesetzt ist, dann wird damit gleichzeitig gesetzt, die man jetzt da mitnehmen möchte, wissen nicht so viel und wissen das eigentlich noch nicht richtig möglicherweise. Ja, das sind so Eleven, die man noch so ein bisschen in die Praxis und in die Kunst des Handelns einführen muss. Und dieser Grundton hat sich viele, viele Jahre gehalten. Und er wurde noch mal gestützt und befördert dadurch, dass die Ostdeutschen von Anfang an nicht so gewählt haben, wie viele wiederum Westdeutsche sich das erhofft und erwartet hatten. Und das hält sich ja bis heute. Und dadurch gibt es diese merkwürdige Spannung, die davon lebt, dass man sie immer noch, also die Ostdeutschen, also ein wenig unterentwickelt betrachtet. Ne? Also sie sind immer noch auf dem Weg. Wir würden uns gerne die weitere Angleichung und Anpassung wünschen. Die findet aber nicht statt. Und statt jetzt zu sagen, na möglicherweise kann und soll die auch gar nicht stattfinden, dreht man noch ein bisschen die Schraube ein Stück weiter. Also das heißt, dieses erzieherische Moment kann dann sogar noch stärker werden. Und ich glaube, dass wir das jetzt auch in den beiden Landtagswahlen, und ich ahne, das wird in Brandenburg noch mal ähnlich sein, dass wir das erlebt haben. Und deswegen werbe ich noch mal ausdrücklich dafür, dass wir uns klar machen, in welcher Gesellschaft wir leben. Dieser Ost-West-Unterschied, der ist zum Teil in den letzten Jahren sogar wieder gewachsen. Auch genau, weil der Beitritt so gelaufen ist, wie ich ihn gerade angedeutet habe. Das wird also nicht verschwinden. Und die vielen Probleme, die wir haben, dafür würde ich noch mal werben, das sind oft die allermeisten davon langzeitige Vorhaben. Das wird nicht, man wählt nicht eine Partei und drei Monate später ist das alles schön. Das wird auch für die AfD gelten. Sie haben es aber vorhin angesprochen, das Entsetzen ist immer bei Wahlen groß. Ja. Dann sagt man, oh, der Osten, der wählt so anders. Und dann ist es ja, ich erinnere mich, da ist die Deutschlandkarte zu sehen gewesen und plötzlich der Osten ist blau. Ja. Ja. Aber ich habe hier mal ein paar andere Karten. Ich weiß nicht, ob man die dann in der Kamera gut erkennen kann. Das ist auch so eine Karte, da ist der Osten auch blau. Da ist die alte DDR wieder zu sehen. Was sehen wir da? Blau-Räume mit besonderen strukturellen Herausforderungen. Oder hier habe ich auch eine Karte gefunden, auch wieder der Osten blau, der Wohlstand, also das Blaue ist nicht dort, wo die AfD wählt, sondern hier diese Karte zeigt, wo der Wohlstand unterdurchschnittlich ist. Und eine dritte Karte, die ist jetzt nicht blau, aber hier sieht der Osten ganz blass aus und das liegt daran, das ist das geerbte und geschenkte Vermögen vor Steuerabzug. Das sind jetzt mal drei Beispiele, es gibt bestimmt noch andere, Immobilienverhältnisse oder so weiter. Ja, das ist aber darüber gibt es nie riesige Diskussionen. Ja, aber da sind wir doch selber schuld. Also, da sind wir doch selber schuld. Was haben wir denn erwartet? Auf mich hat doch auch keiner gewartet, als die Mauer fiel und hat gesagt, Herr Neubauer, wollen Sie nicht vielleicht mal? Was haben wir eigentlich erwartet? Mhm. Und Politik hat einen großen Anteil dran. Solange es Ostbeauftragte gibt, wird es in Ostdeutschland immer auch dieses Gefühl geben, wir sind irgendwie anders, weil wir brauchen ja einen Beauftragten. Ich bin kein Indianer im Reservat. Und so fühle ich mich aber gelegentlich. Und das nimmt vielen jungen Leuten, höre ich ganz oft, dass viele junge Leute gehen hier weg, weil sie mit diesem Stempel nicht leben wollen. Das müssen wir uns mal verinnerlichen. Wir sind selber schuld, wir sind nicht laut, wir setzen uns in der Politik nicht durch. In der Bundespolitik spielt der Osten immer noch keine Rolle. Und wenn ich dann mit Bundestagsabgeordneten spreche, wenn ich da hinfahre und sage, wir müssen mal hier Solar retten, dann sagen die mir, da habe ich nicht viel Stimme. Und dann denke ich, dann bist du hier falsch. Also wir müssen einfach lernen, raus aus diesem Jammertal zu kommen. Und wir haben auch ein paar Zahlen. Ich bin Freund von Zahlen. Gerade in diesen Gefühlswelten, die wir so diskutieren. Wir haben derzeit die Prognose des doppelten Wirtschaftswachstums von den alten Bundesländern im Osten. Wir haben 9 von 10 Großinvestitionen ausländischen Kapitals in Milliardenhöhe nach Ostdeutschland geholt. Warum? Weil wir beste Voraussetzungen haben. Sehen wir das nicht? Wollen wir das nicht sehen? Mhm. Wollen wir nicht sehen, was wir in 30 Jahren geschafft haben? Ich kann Sie einladen, kommen Sie nach Freiberg, gucken Sie sich an, wie Freiberg aussieht. Eine wunderschöne Stadt. Mhm. Und ich verstehe nicht, warum wir das selber nicht sehen. Was haben wir gemacht? Wo ist der Stolz? Wo ist der Stolz? Wir sitzen da im Jammertal und sagen, oh, alles irgendwie Mist. Warum? Warum? Und ich sage noch was dazu. Ganz ehrlich, wir müssen in die Eigenverantwortung kommen. Ja. Ganz ehrlich, das ist der größte Fehler der Politik gewesen. 30 Jahre lang haben wir den Leuten erzählt, bleiben Sie ruhig, wir holen Hilfe. Immer wenn irgendein Problem auftauchte, kam irgendwer und sagte, ich löse das für dich. Und jetzt, wo das nicht mehr geht, wo das Geld nicht mehr reicht, alles mit einem Scheck zuzudecken, jetzt rufen wir nach Bürgersinn. Richtig. Wo soll er herkommen? Ja. Bei mir sitzen Leute mit einem gerade aufgerissenen Brief vom Amt und sagen, hier muss irgendwer was machen. Und ich habe dann die leidvolle Aufgabe, sagen, ja, in erster Linie du. Das ist auch ganz häufig
ist verrückt. Entschuldigung, wir müssen aus der Nummer rauskommen. Jedem muss klar sein, es ist nicht damit getan, seinen Job zu machen, sich um seine Kinder zu kümmern, sondern Gesellschaft verlangt von uns mehr. Bevor ich mich beschwere, muss ich bei meinem Abgeordneten gewesen sein und muss irgendwie nachweisen, dass ich versucht habe, das Problem zu lösen. Wenn ich das nicht gemacht habe, bin ich nicht berechtigt, Klage zu führen. Da müssen wir hin. Ich glaube auch, dass die Erwartungshaltung auf diesen Wahltag hin dermaßen nach oben ging. Und dann viele sagen, jetzt habe ich meine Stimme abgegeben, jetzt hat die Partei so und so viel Prozent, jetzt habe ich da eine Mehrheit, wobei 30% sind keine Mehrheit. Ja? Das ist einfach eine falsche Berechnung. Und dann aber zu sagen, jetzt habe ich meine Stimme abgegeben, jetzt müssen die da machen. So, und die müssen alles und auf einmal und ganz schnell besser machen. Das werden die da oben nicht schaffen. Ja. So, und das ist eben auch ein Fehler zu denken, ich gebe die Verantwortung ab und das wird dann schon gemacht. Und ich glaube, diese Haltung, die ist in West und Ost zunehmend verbreitet. Ja. Und die ist ganz tückisch, weil wer nicht mehr mittut oder nicht mehr auch sich angesprochen fühlt, und auch hier zum Beispiel in Sachsen ein Beispiel. Es wurde noch kurz vor einem halben Jahr, dreiviertel Jahr versucht, noch ganz schnell vor dem Wahltag das mitzukriegen, mit reinzukriegen, Volksantrag, Mitbestimmung, dass die Leute ein Gefühl dafür haben, selber mitwirken können hier in Sachsen. Da hat auch der CDU-Ministerpräsident dafür geworben. Woran ist er gescheitert? An seiner eigenen CDU-Fraktion. So, wo man auch sagen muss, das sind Dinge, die haben schon längst auf den Weg gebracht gehört, aber sie sind leider gescheitert. Und das jetzt zu bewegen, wird ganz schwierig mit diesen Zersplitterungen in Partikularinteressen, die sich in diesen Parteien widerspiegelt. Daraus wieder was Neues zu bilden. Ich möchte ganz gerne an dieser Stelle gleich weiter diskutieren, aber nochmal Jens Hänisch in Leipzig fragen. Durch die Wählerbefragung lässt sich, glaube ich, belegen, dass die Ostdeutschen doch ein bisschen anders ticken als die Westdeutschen. Jens, was gibt es da für Zahlen dazu? Andreas, vieles, was in eurer Diskussion an Selbstwahrnehmung der Ostdeutschen anklang, das können wir auch tatsächlich mit der Wahlforschung belegen. Offensichtlich spüren und betonen viele Sachsen immer noch die Ost-West-Unterschiede und viele fühlen sich noch immer als Verlierer. So sagen 76% der Sachsen, Kultur und Mentalität in Ost und West bleiben einfach unterschiedlich. Politik und Wirtschaft seien von Westdeutschen dominiert, sagen 74%. Und genauso viele empfinden Ostdeutsche an vielen Stellen immer noch als Bürger zweiter Klasse. Ja, und das angesprochene bürgerschaftliche Engagement, das wird natürlich schwierig, wenn das Verhältnis zu Staat und Demokratie gestört ist. Und dass sich das bei vielen Sachsen verändert hat, das können wir auch messen. Wir finden deutliche Politikdistanz und spürbares Misstrauen gegen Eliten, gegen politisches Führungspersonal. Und wir sehen Skepsis in Sachen Meinungsfreiheit. 69% sind der Ansicht, man werde bei bestimmten Themen ausgegrenzt, wenn man seine Meinung sage. Fast ebenso viele bemängeln, dass sich der Staat mehr um Menschen kümmere, die zu uns kommen, als um die eigenen Bürger. Und gut die Hälfte fühlt sich bevormundet. 53% stimmen der Aussage zu, dass einem ständig vorgeschrieben werde, wie man zu leben und zu denken habe. Knapp die Hälfte vertritt die Ansicht, dass wir gar nicht in einer richtigen Demokratie leben. Das sind schon heftige Werte. Guten Morgen. Treffen diese Werte mit dem, was Sie in den vergangenen Jahren untersucht haben? Das trifft in der Tat auch die Daten, die von vielen Kolleginnen und Kollegen erhoben worden sind in den letzten Jahren. Und ich glaube, wir haben ja auch schon kollektiv festgestellt, dass das auch in vielem dem Lebensgefühl wiederum vieler Ostdeutscher entspricht. Und interessanterweise ja auch nicht nur den Älteren, sondern zu einem Gutteil auch dem Gefühl der Jüngeren. Und Herr Neubauer hat ja auch schon darauf hingewiesen, wie es mit Jugendlichen bestellt ist, die das Gefühl haben, in ihrer Region können sie das nicht rocken. Sie haben da keine Zukunft, dann gehen sie weg. Wie wir wissen, heute ja nicht mehr gen Westen, sondern eher in die Großstädte. Das wiederum vergrößert die Kluft zwischen Stadt und Land. Das ist mit Sicherheit auch keine gute Entwicklung. Aber ich würde generell noch mal sagen wollen, dass ich denke, dass wir diese Daten wirklich als ein Seismograf auch nutzen sollten für das, was die Menschen bewegt und danach fragen sollten, wie geht man damit um? Und ich würde immer dafür werben, dass wir das nicht abbürsten,
ich sage es nochmal, aus so einer erzieherischen Perspektive, da nehmen die etwas wahr, was gar nicht so ist, an dem Punkt. Und an dem anderen Punkt, doch, hier, also hochselektiv, ne? Also hier treffen sie sehr wohl den Zeitgeist und die Situation. Also ich würde mir wünschen, dass wir das gesamte Paket ernst nehmen. Und ich bin mir ganz sicher, dass wir in unserer Republik auch ein Problem im politischen Diskurs haben. Auch beim Thema des Sagbaren. Und damit ist ja nie gemeint, dass man etwas überhaupt nicht sagen kann, sondern dass man dann in den berühmten Boden gerammt wird. Ja? Dass man ausgegrenzt wird, dass es normative Vorstellungen, jedenfalls von bestimmten Bevölkerungsgruppen gibt, die sagen, nee, also das ist wirklich nicht zulässig und da möchte ich mit dir nicht mehr ins Gespräch kommen. Das bleibt schwierig. Und nicht nur zwischen den Parteien, also ich will noch mal auf diese Spiegelverhältnisse, ne? Sondern auch in der Gesellschaft selbst. Wenn wir nicht wechselseitig offen sind, uns das anzuhören und zu fragen, ja, Mann, warum trägt denn der das vor? Wieso ist denn das so? Warum kann man das so wahrnehmen? Sondern mit dem Zeigefinger, ne? Dann bleibt es schwierig. Also ich würde mir diese offene Diskussion wünschen. Und noch eine kleine Bemerkung zu Herrn Neubauer. Sie haben, glaube ich, aber die Ambivalenz sehr gut beschrieben. Also den Ostbeauftragten, im Übrigen wie Frauenbeauftragte, brauchen wir vielleicht justament deswegen, weil die Konzerne, die Großunternehmen nicht von alleine gekommen sind, sondern wir wissen ja, wie wir das jetzt fördern. Ob man dazu einen Ostbeauftragten braucht, anderes Thema. Aber es gibt ja, wir haben das gerade bei den Grafiken gesehen, noch einiges zu tun. Also in diesem Widerspruch werden wir uns auch noch längerfristig bewegen. Ne? Also wir wollen als Gleiche anerkannt werden. Da bräuchten wir eigentlich keinen Ostbeauftragten. Wir sehen aber, wo wir noch hinterherhinken. Also müssen wir es vielleicht doch. Vielleicht können die Ostdeutschen auch eine Entwicklung mal versuchen, in ihrem Kopf zu modellieren, wo sie gar nicht das Westdeutsche aufholen müssen. Vielleicht brauchen wir gar nicht diesen Wohlstand. Vielleicht brauchen wir gar nicht die Mobilität. Vielleicht brauchen wir auch nicht das Vermögen. Macht uns das wirklich glücklicher? Also ich will damit keinem ausreden, dass er damit glücklicher ist. Wer das sein möchte, ist es. Aber man darf auch darüber noch mal nachdenken. Ja? Also ob dieser Entwicklungsweg eigentlich zwangsläufig ist. Und diese Offenheit würde ich mir wünschen von Ost und West. Ich glaube, es war auch eine Illusion, wenn ich das noch ergänzen darf, zu denken, dass im Jahre 2024, 89 war die Wende, hier schon alles gleich ist. Muss es ja also das war natürlich, muss es, ja es muss es ja. erstens muss nicht es und nicht. Zweitens ist das absolut unmöglich zu schaffen gewesen. Natürlich wollte man und hat man aus der Politik heraus wie versprochen und natürlich wollte man das auch hören, um einen Anreiz zu haben. Aber ich glaube, zur Ehrlichkeit gehört dazu. Ja. Nein, es wird wesentlich länger dauern, weil das, was eine Generation in der Wendezeit erlebt hat, haben die Kinder mitbekommen, haben die Enkel noch mitbekommen und das prägt. Ganz wichtig. Wir brauchen, glaube ich, eine Würdedebatte. Ja. Also ich glaube wirklich, dass vielen Leuten, ich habe das in Bischofferode gelernt bei diesem Hungerstreik, da war ich noch Journalist. Dort habe ich begriffen, die Leute. Die Bergleute, muss man sagen, die Kali-Leute, die den. Wirklich in Hungerstreik getreten sind, nur das äußerste Mittel und das auch durchgezogen haben. Denen ging es nicht um die Jobs. Ich habe dort verstanden in dieser Zeit, dass es um Würde ging. Also es ging wirklich darum, zu sagen, es kann doch nicht alles, mein ganzes Leben davor kann doch nicht wertlos sein, nur weil ihr das jetzt sagt. Und ich finde, wir müssen uns, das kann ich uns selber nur empfehlen, wir müssen uns mit unserer eigenen Vergangenheit auseinandersetzen und wir müssen das einordnen. Und wir müssen vielleicht auch sehen, dass wir stolz sein dürfen. Wir haben eine der größten Transformationsleistungen in 30 Jahren hinbekommen. Ich weiß gar nicht, würde ich Sie jetzt fragen, ob es ein wissenschaftlich evident untersuchtes Beispiel gibt, wo Ähnliches passiert natürlich, ist. Natürlich, die Weltgeschichte ist lang. Die Weltgeschichte ist lang, okay. Aber das, was wir geleistet haben, da habe ich jetzt Gespräche mit Westdeutschen, die sagen, da können wir von euch lernen. Bei uns ging es seit 60 Jahren lang berghoch und geradeaus. Ja. Wie macht ihr das? Wie habt ihr das hinbekommen? Das ist ein Wert. Eigentlich haben wir einen Riesenvorteil in Zeiten, wo Transformation wirklich überlebenswichtig ist. Und da kann ich es nur sagen. Deshalb würde ich mir wünschen, dass wir die künftige Politik mal andersrum denken. Sagen, wo sind denn die Herausforderungen? Wir brauchen Migration in diesem Land. Ob uns das gefällt oder nicht, Punkt. Wir müssen es richtig machen. Aber wir sind darauf angewiesen. Wir sind ein Land, das immer noch Menschen verliert. Wir müssen das machen. Wir brauchen den Klimaschutz. Wir brauchen grüne Energie. Das ist eine Erkenntnis. Jetzt müssen wir darüber reden, wie wir es machen. Wir müssen Politik von den Problemen her denken. Dann kommen wir auch mit den Leuten zurecht. Und nicht mit dem Zeigefinger. Ich bin ganz bei Ihnen. Niemand belehrt, sondern einfach versuchen zu gewinnen. Das scheint in der Politik ein Auslaufmodell. Wir gehen straff aufs Ende der Sendung zu, aber ich würde ganz gern noch mal so über die,
Was kommt in den nächsten Wochen über die Koalition sprechen? Sie haben es ja auch gesagt, die Leute interessiert es ja schon, wie das dann weitergehen soll. Drum prüfe, wer sich ewig bindet, ob sich das Herz zum Herze findet, hat Friedrich Schiller mal geschrieben in der Glocke. Das hat Julia Schönfeld, unsere Kollegin, sehr wörtlich genommen und mal nachgeschaut. Passen die von der CDU und dem BSW überhaupt zusammen? Die Zeiten von Alleinherrschaft und Liebesheirat sind in Sachsen lang vorbei. Und auch die bisherige Dreiecksbeziehung steckte zuletzt ordentlich in der Krise. Aber hätten CDU und BSW mehr Gemeinsamkeiten? Thema Asyl. Hier dürften CDU und BSW leicht zueinander finden. Beide sagen Ja zu Grenzkontrollen und Ja zur schnellen Abschiebung abgelehnter Asylbewerber. Klar, auf einer Linie ist man auch beim Thema Waffenlieferungen an die Ukraine. Schluss damit forderten Kretschmer und auch Wagenknecht im Wahlkampf, obwohl sie auf Landesebene dafür gar nicht zuständig wären. Beim Thema Bildung könnte es hingegen kriseln. Kritisiert das BSW doch die Trennung nach der 4. Klasse, während die CDU an diesem Status quo festhalten will. Haarig wird es dann beim Thema Geld. Das BSW will sich im Bundesrat für eine weitere Mindestlohnerhöhung und die Vermögenssteuer einsetzen, kämpft außerdem für mehr Tarifverträge in Sachsen. All das dürfte der CDU gar nicht schmecken. Ebenso wenig wie die vom BSW angestrebte Lockerung der Schuldenbremse. Sehr unterschiedlich ist auch das Verhältnis zum Eigentum. Krankenhäuser, Wohnungen, Wasser- und Energieversorgung, all das muss zurück in öffentliche Hand, fordert das BSW. Gar keine gute Idee findet die CDU. Bleibt die Frage, reicht es für eine Zweckgemeinschaft? Ja, und diese Frage können die beiden nicht mal alleine beantworten, sondern sie müssen die SPD dann auch noch fragen, denn ohne die käme das Bündnis nicht zustande. Das, was wir gesehen haben, das sieht schon nach verdammt viel, nach einer großen Baustelle aus. Wie realistisch ist das, dass wir das dann kriegen? Oder muss es kommen, weil es alternativlos ist? Ach, alternativlos, das Wort ist in der Politik nicht gut. Gar nicht gut. Also, da sind schon andere mit gescheitert mit dem Begriff. Ich glaube, es muss schon sehr hart verhandelt werden und es muss sehr vieles aufgemacht werden, was man möglicherweise als eindeutig Nein angesehen hat. Ich würde bei dem Punkt Waffenlieferung an die Ukraine, dass man sich da einig sei, wäre ich noch vorsichtig zum Beispiel. Das ist die Position von Michael Kretschmer. In der sächsischen CDU ist man da sich selber intern nicht hundertprozentig einig. Also da gibt es schon mehrere Baustellen. Und insofern, wenn man dann noch die SPD ins Boot holt mit diesem Punkt Waffenlieferung Ukraine, dann hat natürlich eine Kanzlerpartei SPD ein enormes Problem. In Klammern Verteidigungsminister Pistorius, Olaf Scholz Kanzler, der natürlich für diesen Kurs steht, ob man das auf Landesebene glaubwürdig durchsetzen kann. Aber und da wird's, glaubwürdig leben kann. Da wird es weniger Abstimmungen geben. Völlig klar. Also das wird wahrscheinlich nicht der große Konflikt. Ich fand am schönsten eigentlich, dass Sarah Wagenknecht die ganze Zeit durchs Bild getanzt ist, weil man dann sieht eigentlich, wer sozusagen wirklich die Fäden zieht dabei. Ich kann mir vorstellen, dass es trotzdem funktioniert. Ich könnte es mir vorstellen, aber es wird ein sehr mühsamer Weg und es ist, glaube ich, das höchste Risiko, geht die CDU dabei ein, weil sie möglicherweise in ihren Kernfeldern, zum Beispiel, sie haben die Schuldenbremse genannt, Finanzen und so weiter, Wirtschaft, da erodiert an bestimmten Kernthemen und verliert an Glaubwürdigkeit im eigenen Klientel. Das wird also für dort mit Sicherheit am schwierigsten. Sie sagen, wird nichts? Ich glaube nicht. Also ich kann es jetzt nicht begründen. Ich bin auch nicht berufen, die CDU zu beraten. Auf mich werden Sie wahrscheinlich auch am ehesten nicht hören. Aber ich kann es mir nicht vorstellen. Und ich bin, was das betrifft, wenn man das, ich habe es vorhin gesagt, von den Problemen, die auf dem Tisch liegen, die für das Bundesland relevant sind, rückwärts denkt, würde ich zwingend empfehlen, über eine andere Hürde zu springen und zu sagen, lasst die Koalition, wie sie ist, lasst euch tolerieren. Von links, das ist für die CDU wahrscheinlich noch das Glaubwürdigste, was ich auf die Bahn bringen kann. Weil wie will ich denn als CDU, die ein Unvereinbarkeitsbeschluss mit den Linken hat, wirklich ernsthaft erklären, dass sie dann mit jemandem in die Koalition gehen, der quasi noch weiter links stammt? Ich halte es für schwierig. Herr Kollmann, Sie haben vorhin gesagt, eigentlich vernünftige Menschen müssen doch irgendwie miteinander reden. Und danke, eigentlich ist das im Wesentlichen meine Antwort. Also es wurde ja so ein bisschen suggeriert, als sind das immer Traumhochzeiten.
Wo hat es das je gegeben? Das sind absolute Ausnahmen. Ja. Koalitionen sind Zweckbündnisse. Punkt. Sie können gar nichts anderes sein, sonst wären es ja nicht zwei unterschiedliche Parteien. Und das ist immer die Frage, wie groß sind die Schnittmengen, wo gibt es diese Widersprüche oder auch ausschließende Positionen, über die man dann nicht hinwegkommt. Das muss man ausloten in den Verhandlungen. Aber ich möchte zum BSW immerhin dies noch sagen. Sarah Wagenknecht ist ja jetzt nicht mehr Mitglied der Linken und das hat seine Gründe. Und das gilt ja für viele andere, die in das BSW gewechselt sind, auch. Und vielleicht darf man noch mal sagen, dass sie eigentlich in vielen, wir haben es auch gerade gehört, in vielen Feldern eine Art sozialdemokratischer Position, ja, also auch Richtung soziale Marktwirtschaft, da sind viele staatssozialistische Flausen, wenn ich das mal so sagen darf, sehr despektierlich, die sind da ja gar nicht enthalten. Ja, das ist durchaus vereinbar mit vielem, was auch bei der SPD ist. Und wenn das BSW es schafft, das scheint mir eine Hürde zu sein, auch mit Blick auf die Wählererwartungen, wieder von diesem Baum runterzukommen. Sie könnten jetzt systematisch die Bundespolitik mitbestimmen und da werden Sie hart landen, ganz, ganz offensichtlich. Das ist die eigentliche Hürde, würde ich sagen. Dann halte ich das jedenfalls für möglich. Also ich würde das nicht ausschließen, sehe aber mit Herrn Neubauer die Probleme natürlich auf uns zukommen. Letzter Satz, aber der Punkt ist, der Wähler hat entschieden und wir haben jetzt die Verteilung, die wir haben. Und wenn die CDU es eben nicht mit der AfD machen will, haben wir vorhin darüber gesprochen, ja, dann sind die Möglichkeiten in der Tat begrenzt. Und dann darf man noch mal sagen, dann ist es mit der Linken auch nicht sehr viel besser, wie auch immer in einem Tolerierungsmodell oder nicht, als mit dem BSW. Wir werden das weiter beobachten. Das war Fakt ist aus Dresden. Ich danke meinen Gästen fürs Diskutieren. Ich danke Ihnen natürlich fürs Zuschauen. Nächste Woche kommt Fakt ist aus Magdeburg. Und die Kollegen greifen dann ein Thema auf, das auch unseren Wahlkampf beeinflusst hat, nämlich Messerangriffe. Wie groß ist die Gefahr in Mitteldeutschland? Ich wünsche Ihnen und uns allen einen schönen guten Abend aus Dresden.